Hallöchen und willkommen zu einer neuen Runde von Minecraft V2Bs Mini Projekt. Ja, hallo. Hallo. So, ja, der Jan ist wieder dabei. Ich war letzte Zeit so ein bisschen offscreen. Hab hier noch ein paar Low Voltage hingezaubert. Vorher hatten wir, glaube ich, 3, jetzt haben wir 5. Ich habe hier noch kurz die die Scrap-Produktion vervollständigt. Ja. Bist du hier irgendwo? Weil meine Sentries sind gerade ein bisschen... Hast du einen Longflow Boots rausgeholt? Nee. Ach, die hatte mir auch noch gemacht und hier, jetzt die Meta-Produktion geht um einiges schneller. Sieht man hier und wir haben auch schon ein bisschen was. Jo. So, und er hat uns eben Longfall Boots gemacht. Und jetzt muss ich mich entscheiden zwischen Longfall Boots und den stylischen, die ich anhabe. Ja, komm, ich nehm Longfall. So, bäm. Die mach ich wieder hier rein. So, letztens war ich noch eben an einem weiteren LV und ich verhäcksle hier einfach jetzt unendlich viel Geometer drin. Also so stackweise richtig. Ich hab dir ja auch, glaube ich, 2 Stacks gegeben, gell? Ja, aber die habe ich mittlerweile auch schon durchgehäckselt. Ja. Minimumstein habe ich auch schon ein bisschen benutzt und ein bisschen Gold und so weiter. Ich habe schon 7 Minimumsteine benutzt, frag mich nicht wie. Lol. Ich habe noch 2 in der Kiste. Manche habe ich aus Versehen Lava geworfen, manche habe ich gebraucht, manche habe ich verloren, wo ich gestorben bin. Jetzt also mit Scrap kann man ja theoretisch auch direkt Energie produzieren. Mhm. Generator rein oder einen Ofen. Genau. Ja. Ich überlege mir, ob ich hier das Ganze einfach spalte. Das heißt, die Hälfte kommt noch in Generators rein. Das war gar nicht so eine schlechte Idee, hatte ich noch mehr Stromproduktion, oder? Ja. Ah, und ich habe noch hier alles auf Glasfaserkabel umgeschraubt halt. Also mit Silber und so, darum habe ich auch noch die Diamanten und so im Inventar. Und da mache ich mir gleich noch ein paar Glasfiberkabel. So. Einfach mal so. Und jetzt versuche ich das mit den Generators wirklich. Weil ich glaube, das ist eine ganz gute Idee von mir. Weil, ja, wenn das Scrap halt einfach so irgendwo hingeht, das will ich ja nicht. Und, jo. Dann würde ich sagen, das Ganze bauen wir hier hin. Wir haben 8 Generators. Hier kommt die Cobblepipes. Mache ich hier so. Heute wurde vielleicht schon die Endfestung gefunden für das Enderportal. Echt? Jo, 700 Blöcke von der Stadt entfernt. 5, 6, 7, 8. So, jetzt kann ich hier überall... Sentry, du musst sterben. Oder verschiebt werden. Okay, sterben. Ah, oh shit, jetzt ist der Schalter hier im Weg. Geil. So, ich baue den schnell ab. Und mach den einfach hier hin. Dürft ihr auch gehen. So, den mache ich dorthin. Und das Ding kommt so hin. Und ich muss das Grab von unten reinführen. Geil. So, das habe ich jetzt gerade bemerkt. Sehr geil. Das heißt, die da oben kann ich gleich wieder abbauen. Ja. So, nochmal in die Bedbox rein. Ja, Sentries, ihr dürft auch mal die Schnauze halten. Ja,
Wann habe ich die Aufnahme gestartet? Lol. Ja. Ja, komm, jetzt läuft etwa 5 Minuten. Ich mach. Ja, um 5 nach halb mache ich Schluss. So, Ich muss jetzt was super kompliziertes herstellen. Also hier. Hier führe ich das Zeug rein. Ach komm, ich grab es ganz schnell aus. So. Dann kommt hier überall Dings hin. Und jetzt baue ich das einfach doch so. Yay. So, und jetzt kommt von unten hier Scrap rein. Oder dürfte. Ich guck das gleich mal. Und hoffe, dass es auch ein bisschen Strom produziert. Also ein bisschen auf nebensächlich. Und Scrap. Ja, es produziert Strom. Lol. Okay. Dann mache ich das mal so. So. Und ich habe genau ein Glasfaserkabel zu wenig. Ich habe noch 29. Vielleicht habe ich, ja, hier habe ich noch 2. Und jetzt habe ich genau eins zu viel. Lol. So. Jetzt wird hier auch noch so ein bisschen nebensächlich Strom produziert. Ich glaube, da reicht ein Generator, ehrlich gesagt. Hast du ein Bedpack? Nope. Ich habe auch einen Liquid-Transposer. Toll. Habe ich mir gerade gemacht, weiß aber nicht, wie er funktioniert. YOLO! Ja, das ist echt YOLO. Damit kann man irgendwie MJ herstellen für Railcraft oder so, glaube ich. Mit was? Einem Liquid-Transposer? Für was ich den gemacht habe. Keine Ahnung, Mann. Ich muss echt ein bisschen auf die Zeit gucken, weil sonst mache ich hier viel zu lange, weil ich will eine Folge ja 15 Minuten haben. Erstens wegen dem Hochladen, zweitens einfach so. Halt. Erstens wegen dem Hochladen, zweitens einfach so. Ja, es ist sonst blöd für mich und auch für euch, weil es ist ja echt so, dass die meisten irgendwie nach der Hälfte wegschalten. Habe ich auch mal geguckt. Und ja, es ist halt ein bisschen mühsam dann, wenn ich dann Videos mache und niemand guckt mehr und so halt. Ist halt auch nervig. So, jetzt schmeiße ich die nochmal fort. 2, 3 und 4. Ja, also vorher habe ich gerade das Buch Würfelwelt fertig gelesen. Es ist ein Buch, das ich wirklich nur empfehlen kann. Weil es ist übelst geil. Und ja, so. The Juju Meta Production. Jetzt habe ich noch 32 Scrap im Inventar. Schmeiße ich jetzt schnell meinen Generator unten rein. Jo, dann dürfte das eigentlich ganz gut werden. Jetzt muss ich schnell überlegen. Jetzt habe ich einen Generator verbaut, das heißt, ich brauche noch einen. Heißt, ich hole mir da oben schnell ein paar Furnaces raus. Ein paar Furnazen. Jetzt brauche ich Eisen. Dafür brauche ich Gold. Ich habe kein Gold mehr. Okay, und wie funktioniert das jetzt? Ah, Fragezeichen, Tutorial. So, ich mache mal 8 Gold Ores, also ein Viertel Stack Gold. Also mit Macerator und so. Ist ja klar. Gell, orange ist
Oranges Output, gell? Ja. Oranges Output. Was ist gelb? Keine Ahnung. Und was ist blau? Input. Ich bin kein Dingscraft, Buildcraft Experte, glaub mir. Ich weiß einen Scheiß über Buildcraft. Ich glaube, ich tue hier meine Enderperle rein. Vielleicht passiert ja was. In was? In das Teil. Liquid Transposer? Ja. Nee, die Enderperle musst du in den Magma Crucible reintun. Schnell, ich probier's einfach. Und dann bekommst du Molten Ender und das musst du dann in den Liquid Transposer reinpumpen. Okay, also jetzt erklär es mir nochmal. Ich habe einen Liquid Transposer. Wie bekomme ich jetzt das komische Zeug da? Molten Ender warst du, oder? Nehme ich an. Kannst du ja, denke ich schon. Das musst du in einem Magma Crucible herstellen. Können wir schnell pennen gehen? Ich lieg. Magma. Wow, du Vollidiot, geh mal ins Bett, bitte. Achso, das ist billig. Netherziegel? Oh, Nether. Ah, nee, ich will Metal. Ja, Netherziegel, nee, die kannst du dir aus Netherrack zusammenkompressen machen. Oder? Ja, stimmt. Ich kann ja Netherrack einfach für Metal herstellen. Ja, so geht's auch. So, ich brauch noch 4 Electronic Circuits. Für das Projekt möchte ich nicht mehr als 7 Stacks Geomet ausgeben. Ja, du bist, wenn ich 7 Stacks zur Verfügung hätte, ich würde einen Luftgo. Boah, ich finde das so geil. Netherrack im Kompressor, hast du gesagt. Ja, also dann kommt erst 3 Netherrack ein Dings aus. Das weiß ich einfach. Hui. So, schnell Bedbox. Mach schnell meine Electric Orange. So, das Gold ist auch okay, durch. Okay, jetzt habe ich einen Netherziegel. Ich brauche... Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, doch. Aber du brauchst? Naja, hat sich erledigt. So, hier die Solarpanels produzieren alle schon Strom, nehme ich an. Produziert. Ach, das ist noch ein normales Solarpanel. Was hat denn das hier verloren? Weg da. I, Vanilla, I. Nee, ein normales Solarpanel. Kein Low Voltage. I, Low Voltage, I. Nee, so gar nichts Voltage, so. So langweilig Voltage. dann brauche ich, das heißt, ich brauche nur noch 2 Electric Circuits oder Electronic Circuits. Sprich, ich brauche noch, ja, Rubber reicht. Geil. Nicht hier mit dem Copper Cable. So, das gibt Copper Cable. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2. So, das Refined Iron. 1, 2. Und das Redstone. 1, 2, 1, 2. Und die ganzen Ressourcen habe ich mir einfach als Geomethod zusammengecraftet. Also das Refined Iron, das Redstone und so weiter. Jetzt habe ich zu wenig Glas. Hast du ein bisschen Glas? Nö, ich habe gerade noch 2 Stacks. Du kannst aus 4 Geomethod 32 Glas machen. Ich weiß, aber ich habe noch ein bisschen Sand. So. Hier das Rubber noch rauszücken. Boah, halt mal die Schnauze, du scheiß Sentry. Die nerven echt. Hab ich dir doch gern geschenkt. Ja. Also eben, die habe ich auch von ihm bekommen. Und jetzt... Und jetzt läuft der Mass Fabricator nicht mehr über. Und weil ich jetzt... hab den Magma Crucible. Jetzt.
Outputs auf der Seite sagen, hier muss blau sein. Jo. So, hier ist wieder meine mühsame Mutter in mein Zimmer reingeplatzt und da muss ich ja schon die Folge beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, du schaltest bei der nächsten Folge wieder ein. Die müsste morgen kommen. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. So, tschüss.